die erste Smile Parade hier in Regensburg. Eigentlich sollte die Smile Parade, wie der Name schon sagt, ein Umzug werden. Das wollte die Stadt Regensburg aber nicht erlauben. Also blieb man auf dem Neupfarrplatz, um die Botschaft "Ein Lächeln für Regensburg" an den Mann zu bringen. Eine Veranstaltung gegen Diskriminierung und für mehr Toleranz in Regensburg. Darum ging es im Endeffekt. Dennoch war den Organisatoren auch ein anderes Thema sehr wichtig. Es geht auch um den aktuellen Diskurs, der in der Stadt geführt wird. Wenn du dir die teilweise verhärteten Fronten ansiehst, die hier zwischen der Bürgerinitiative, zwischen Gastronomen, zwischen Bürgern der Altstadt, zwischen Jugendlichen laufen, ja, und wenn du dir dann anguckst, was wir versuchen, hier als Forum zu schaffen. Wir haben sowohl die Bürgerinitiative Altstadt am Sprechen, vertreten noch den Zimmermann, wir haben aber auch Gastronomen hier vor Ort, wir haben Diskjockeys, wir haben Jugendliche. Und wir wollen auch mit dieser Veranstaltung Toleranz zwischen diesen verhärteten Zielgruppen schaffen und einen Ort der Begegnung. Dass das Thema Altstadtlärm ein schwieriges ist, ist bekannt. Hier wollten die Veranstalter nicht auf konkrete Lösungsvorschläge hinaus, als vielmehr das Gespräch zwischen den Fronten finden. Ob das der richtige Weg ist, um den Jugendlichen zu ihrem Spaß und den Anwohnern zu ihrem verdienten Schlaf zu verhelfen, bleibt fraglich. Um sich aber auch hier tolerant zu zeigen, ging die Smile Parade dann im Gloria in die nächste Runde und eben nicht auf der Straße. Also es geht darum, dass es unterschiedliche Interessen gibt, dass diese Interessen berechtigt sind und dass man Interessenausgleich suchen muss. Das geht nur im Gespräch. Dazu gehört gegenseitiges Verständnis, gegenseitiger Respekt, also gegenseitig, also alle. Und es gehört aber auch gegenüber den Leuten, die nachts unterwegs sind und die eine Party machen wollen und die feiern wollen. Also, es kann nicht sein, dass man dann von Seiten der Polizei sagt, die Altstadt verslammt. Also wenn ein Fußballspiel ist und es ist möglich, dass da 1000 Polizisten aufgeboten werden und dass der Dreck, der da entsteht, dass der weggeräumt werden kann, dann muss der bei anderen Gelegenheiten auch weggeräumt werden können. Und dann muss es auch möglich sein, dass für den Fall, dass es über die Stränge schießt, dass es über das Ziel hinausgeht, dass Leute einfach zu laut sind, dass Schlägereien gibt und so weiter, was wir alles nicht wollen, dass da die Polizei da ist und einschreitet und die Leute ermahnt und die Leute zur Ruhe ruft und so weiter. Aber da kann die Polizei dann nicht verstecken, wenn sie beim Fußballspiel da ist, dass sie dann halt am Samstag nicht da ist. Also, wir grünen uns auch dafür, dass man ein vernünftiges Gespräch führt. Man wird es nicht über Nacht regeln können. Die Interessen auch der Altstadtbewohner sind gerechtfertigt. Da müssen wir den Interessenausgleich suchen. Ich denke, eine Möglichkeit ist, dass man Dinge aus der Altstadt abzieht, dass man zum Beispiel eben im Osten der Stadt die Möglichkeit hätte, mit dem Marina-Quartier, dass man dort die Möglichkeit hätte, oder in der Zuckerfabrik, dass man dort Möglichkeiten hätte, sowas wie Kunstpark Ost in München, eine Feiermeile zu haben, die nicht die Altstadt zusätzlich belastet, sondern entlastet. Aber dazu müsste man stadtentwicklungsmäßig, stadtpolitisch einfach mehr machen und nicht bloß nach einer Kamera schreien, die dann irgendwen aufnimmt und dann hat der Christian der CSU-Fraktionsvorsitzende Christian Schlegel, danke. Der Christian Schlegel vielleicht
vielleicht das Erlebnis, dass er seine Freunde auf dem Film dann aus der Disco kommen sieht. Also das bringt ja auch nichts. Also bloß Überwachung bringt ja nichts, wenn man nichts tut, um die Stadt weiterzumachen, also die Probleme zu entzerren, dann wird es nicht weitergehen. Also wir müssen miteinander sprechen und damit das passiert, müsst ihr halt auf die Leute auch zugehen, auch auf die Politiker und denen sagen, was ihr wollt, dass ihr Interesse habt. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei den Veranstaltern, weil das ist genau der richtige, die richtige Vorgehensweise, zu sagen, okay, tolerant, respektvoll, mit einem Lachen, nicht so mit dieser Härte und ein bisschen Dampf aus dem Kessel nehmen und das nicht ganz so ding. Und jetzt soll ich wieder Dampf rein in den Kessel nehmen.